Ausgießung der Herrlichkeit Gottes. In dieser Herrlichkeit ist ein Fluss der Gnade. Diese Gnade bewirkt Buße, Umkehr von toten Werken hin zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Wenn diese Herrlichkeit auf dich kommt, dann ist es wie wenn ein schwerer Mantel dir angezogen wird. Anfangs wirst du dir wünschen, dass dieser von dir genommen wird, weil dieser Mantel der Herrlichkeit die pure Gegenwart Gottes ist. Und diese Reinheit wird dich so stark überführen, dass du alles ablegst, was dich von dieser Herrlichkeit trennen will. Aber sorge dich nicht und fürchte dich nicht davor, denn es ist das Beste und Reinste, das du hier auf Erden erleben kannst. Halleluja, Glory Jesus. Das erleben wir jetzt in diesem Jahr ganz stark. Aber Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn du nicht glaubst, wirst du es nicht sehen. Alles hängt von dem Glauben ab, ob wir ihm glauben oder nicht. Halleluja. Und der Heilige Geist hat mir drei Punkte gezeigt, damit diese Herrlichkeit, dass du in dieser Herrlichkeit leben und wandeln kannst. Der erste Punkt muss sein, dass du ein Fundament in deinem Leben hast, dass du von Gott angenommen bist, dass du von Gott geliebt bist, auch wenn du Fehler machst. Das ist das wichtigste Fundament, um in dieser Herrlichkeit zu leben. Und wenn du das in deinem Herzen weißt, dass du voll angenommen bist, nicht 20%, sondern 100%, auch wenn du täglich noch Fehler machst, liebt er dich trotzdem. Wenn du in dieser Wahrheit gegründet bist, dann kommt das Feuer Gottes in dein Leben. Und das Feuer Gottes ist nicht so schickimicki irgendwelche Hüpfereien oder Spinnereien. Das Feuer Gottes läutet dich. Es ist wie wenn du Silber mit 2000 Grad erhitzt, dann läuft die Schlacke runter. Und was überbleibt, das glänzt. Und das ist das Kostbare. Und die schwarze Schlacke, die wird weggehauen. Ja. Halleluja. Und der dritte Punkt ist dann die manifeste Herrlichkeit in dein Leben. Halleluja. Und jetzt fangen wir mal, jetzt gebe ich euch ein paar Schriftstellen und da darfst ihr mit mir zusammen das aussprechen. Psalm 136,1 sagt, braucht es nicht aufschlagen, weil ich habe jetzt mehrere Schriftstellen. Danke dem Herrn, denn er ist gut. Auf geht's. Seine Gnade hört niemals auf. Psalm 118,3. Die Priester sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Wir sind alle Priester im Neuen Bund. Alle sind wir bis zur Sohnschaft und zur Priesterschaft berufen. Psalm 136,16. Er führt sein Volk durch die Wüste, seine Gnade hört niemals auf. Und wo führt er uns hindurch? Durch die Wüste. Was ist die Wüste? Das ist unsere Seele, unser Meckern, unser Nicht-Tun-Wollen seines Willens. Das ist die Wüstenzeit, da gehen wir durch. Aber in dieser Wüstenzeit hört seine Gnade auch nicht auf. Halleluja. Darum ist in diesem Fluss der Herrlichkeit ein Fluss der Gnade drin. Weil, das werden wir dann später hören, welche Dinge verändert werden müssen, um in diese Herrlichkeit zu wandeln. Aber es gibt Dinge in unserer Seele, die uns vor der Beziehung mit Gott trennen. Zum Beispiel, bist du ein Sportliebhaber oder was? Dann kann dich dieser Sport, den du wirklich von Herzen begehrst, dem du alles deines Lebens gibst, wenn du Sportfanatiker bist, dann kann dieser Sport in deinem Leben ein Götze sein. Und Gott ist ein eifernder Gott, unser Gott. Und er will keine Götzen, die ihm seine Gemeinschaft mit dir rauben. Halleluja. Und es sind so Wüstenerlebnisse. Oder am Anfang, wenn du Christ wirst. Bei manchen geht es schneller, die durch die Wüste gehen. Bei manchen dauert es länger. Du bist neu geboren, dein Geist ist neu, aber deine Verstandeswelt ist noch durcheinander. Du denkst noch, wie die Welt denkt. Und das musst du verändern. Wenn zum Beispiel, wenn es ums Geben geht, in die Welt sagt, halte zurück, damit du in Zeiten der Not genügend im Sack hast. Aber das Wort Gottes sagt, gib, damit dir in Zeiten der Not gegeben wird. Und das dauert bei manchen länger, bei manchen schneller, bis sie das kapieren. Und das ist das, was Jesus will. Du gibst deinen eigenen Willen unter dem Willen Gottes. Und das kostet etwas, ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Viele wünschen sich, in einer starken Salbung zu wandeln. Aber du wirst nicht einfach von heute auf morgen in einer starken Salbung wandeln, wenn du nicht einige Dinge korrigieren lässt in deinem Leben. Halleluja. Das kostet einen Preis.
Jesus hat sein irdisches Leben. Halleluja. Er hat sich selbst aufgegeben. Und stell dir vor, 3 Tage, 3 Nächte war ein Knecht Satans in der Hölle. Er, der Sohn aller Herrlichkeit. Das ist ein Preis, den keiner von uns bezahlen muss, Gott sei Dank. Halleluja. Halleluja. Jetzt nochmal, Psalm 107, Vers 15. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Wir sollen immer wieder mal nachdenken, aus welchen Situationen uns Gott herausgerettet hat. Jeder von uns hat bestimmt schon Situationen errettet, wo du von Gott herausgerettet wurdest. Der eine mehr, der andere weniger. Ich habe schon sehr viel erlebt, aber das kann ich gar nicht predigen jetzt. Halleluja! Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, jetzt haben wir wieder den Götzen, zum Beispiel Fußball, ich bin nicht gegen Fußball, aber wenn dein Leben aus dem besteht, dass du in der Früh aufstehst und an ersten Gedanken an Bayern München denkst, an zweiten Gedanken an Dortmund, an dritten Gedanken an Nürnberg, dann ist es in dein Leben zu einem Gott geworden. Zu einem Götzen. Und da steht dann, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ihm doch ja nicht helfen können. Was kann dir der Fußball helfen? Der bringt dir kein Heil. Der verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Also du kannst, Gottes Gnade kannst du verspielen, wenn du anderen Dingen Lauf hast. Wenn Gott nicht im Zentrum deines Lebens steht, dann verspielst du dir seine Gnade. Halleluja, Glory. Epheser 2,7, so will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Christus, dem Gesalbten, sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Jesus Christus ist das größte Zeichen, das jemals auf die Erde gekommen wurde von der Gnade Gottes. Der größte Beweis seiner Gnade. Halleluja. Boah. Nehmt einander so an, wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Also, die Engel im Himmel, die jubeln den ganzen Tag, schreiende Halleluja, herrlich, herrlich ist der Herr. Das ist Teil ihres Wesens, für das wurden sie geschaffen. Sie haben andere Aufgaben auch. Aber es ist normal, dass ein Engel immer Gott die Ehre gibt. Und wir sind auch erschaffen, Gott die Ehre zu geben. Wir sind nicht hier auf diese Erde gekommen, in diesem letzten Zeitalter, um unsere eigene Show zu leben oder unser eigenes Leben zu leben. Wir sind berufen, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und alles, was wir tun, soll Gott ehren. Halleluja! Psalm 45, 8 sagt, du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Da spricht das Wort von Christus. Er wurde mehr mit Freudenöl gesalbt als alle anderen, weil er Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit hasst. Halleluja! Wir müssen die Liebe zur Wahrheit haben. Wenn du dich selbst täuscht in dein Leben, dann geht es nicht vorwärts. Du musst mit anderen ehrlich sein, du musst mit dir selbst sein, ehrlich sein und auch mit Gott. Halleluja! Wenn wir uns selber was vorspiegeln, was wir sind und doch nicht sind, dann raubt uns das nur die kostbare Zeit, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Halleluja. Ich bin auch so total begeistert. Ich liebe das Wort Gottes, das muss unser Fundament sein. Du kannst Gott nicht anders kennenlernen wie durch sein Wort. Denn er offenbart sich in erster Linie durch sein Wort. Wenn du von Anfang an übernatürliche Dinge mit Gott erleben willst und das Wort Gottes interessiert dich nicht, dann ist das sehr gefährlich. Dann öffnest du dich für andere Geister. Dann kannst du komische, crazy Sachen erleben, die dein Leben nicht verändern. Alles, was du von Gott übernatürlich erlebst, wird immer in dein Leben Frucht hervorbringen. Das dürfst du nie vergessen. Wenn Manifestationen vom Heiligen Geist kommen, dann ist es immer zu einem Segen. Dann werden Menschenleben verändert, Nationen verändert. Dann werden deine Finanzen verändert. Dann wird dein Gesundheitszustand verändert. Halleluja. Halleluja. Und es ist so gut, wenn wir in die Dimension des Geistes eintreten. Das ist wirklich, wenn du zum Beispiel in der Früh aufstehst und fängst das Beten an, wenn du gleich anfängst, irgendwelche Verheißungen zu sprechen, also normal fängst du mit dem Verstand an. Ich mache es zum Beispiel in der Früh so,
Ich bete in Zungen. Und du kannst es vergleichen mit dem Vorhof, den du im Alten Testament gesehen hast. Du beginnst im Vorhof, betest in Zungen. Dein Verstand ist überaktiv. Du denkst alles Mögliche, darum betest du in Zungen. Und dann bewegst du dich vom Vorhof ins Heiligtum hinein. Dann bete mal eine Zeit lang in Zungen. Und auf einmal merkst du, wie dein Verstand ruhig wird. Und auf einmal merkst du, wie deine Sorgen weggehen, die Gedanken, die dich plagen. Und auf einmal bist du, die Bibel nennt es, der Verstand ist fruchtleer. Und dann bist du in dem Bereich, wo Gott auch zu dir sprechen kann. Und ich mache es manchmal dann so, ich höre mir einfach Socking-Musik an, bete in Zungen, bis da oben Ruhe einkehrt. Und dann höre ich von Gott. Wisst ihr, Gott ist Geist, wir sind Geist. Da drin im Geist spricht der Geist Gottes. Das ist immer eine Verständigung von Geist zu Geist. Nicht vom Verstand zum Geist. Geist zu Geist. Und in dieser Dimension da drin, da ist die Herrlichkeit Gottes. Und du kannst du alles empfangen. Stell dir vor, jetzt mache ich mal bildlich das, diese Dimension der Herrlichkeit. Du lässt deine Gedanken beiseite, deine Sorgengedanken oder Dinge, die dich irgendwie ablenken wollen von der Herrlichkeit Gottes, von der Gemeinschaft mit Gott. Das ist am Anfang brauchst du viel Disziplin dazu, weil sonst lässt du dich von allem Möglichen ablenken, vom Fernsehen, auf plötzlich rufen die Leute an, wo normal nicht anrufen. Satan wird immer versuchen, dich von dieser Dimension abzuhalten. Weil wenn du das lernst, deinen Verstand fruchtleer zu bringen und in der Dimension des Geistes zu wandeln, da drin spricht Gott zu dir. Halleluja. Da drin empfangst du die Salbung. Da drin, in dieser Dimension des Geistes, empfängst du die Salbung für den Berufung, die du hast oder für den nächsten Schritt, den Gott dir aufträgt. Du bist, jetzt, euer Verstand ist jetzt ruhig geworden. Jetzt seid ihr in der Dimension des Geistes. Und Gott spricht zu dir. Er sagt zum Beispiel, ich will, dass du den nächsten Schritt in eine andere Stadt ziehst. Und du sprichst von Geist zu Geist zu ihm. Deinen Mund machst du auf, ob du hörst ihn da drin. Und dann sagst du, ja, okay, Herr, ich höre dich. Du willst das in eine andere Stadt ziehen. Welche Stadt soll ich ziehen? Und dann gibt er dir Antwort. Und wenn er dir diese Antwort gibt, dann gibt er dir auch die Ausstattung, die Salbung dazu. In dieser Stadt die passende Wohnung zu finden. In dieser Stadt die passende Arbeit zu finden. In dieser Stadt die passenden Leute zu treffen, mit denen er dich zusammenführen will. Das findet alles statt in diesem Geistraum, also in dem Bereich des Geistes. Halleluja. Aber du musst lernen, ruhig zu sein in diesem Bereich. Manchmal sprichst du gar nichts. Ich persönlich komme am besten durchs Zungengebet, komme am besten in diesen Raum rein, in diesen Geistraum. Wo du völlig fruchtleer wirst. Wo du nicht ständig an irgendwelche anderen Dinge dran denkst. Halleluja. Das passt jetzt irgendwie nicht so zu meinem Thema, aber es ist wichtig. Ich weiß, das braucht ihr. Das braucht jeder von uns. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, du bist so wunderbar. Halleluja. So, jetzt Fundament der Liebe und der Gnade. Das muss in unserem Leben fest sein. Ich wollte zuerst, habe den Heiligen Geist gefragt, ich möchte so gerne über das Feuer Gottes predigen. Dann hat er mir die Weissagung, die ich gerade ausgesprochen habe, hat er mir gezeigt, wie beginnt es? Es ist mit Gnade beginnt. Mit Gnade beginnt es nicht mit dem Feuer. Zuerst müssen wir eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und diese Beziehung muss fest werden. Und die wird fest durch deinen täglichen Wandel, den du mit Gott hast. Und jetzt kommen wir zu dem Feuer. Malachi 3,3. Jetzt sind wir festgegründet in der Liebe. Halleluja. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Was steht da? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Aber wo ist er? In deiner Mitte. Im Zentrum deines Lebens. Da steht nicht, Gott ist irgendwo 5000 Meilen von dir entfernt. Der Held, der rettet. Da steht, er ist in deinem Zentrum. Halleluja. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Und er wird über dich jubelnd frohlocken. All das macht er nur, wenn er Zentrum deiner Mitte ist. Zentrum deines Lebens. Halleluja. Aber wenn Fußball oder dein Geschäft das Zentrum ist und nicht der Herr, dann wirst du ihn gar nicht kennenlernen als Held oder Retter, weil die anderen Dinge wichtiger sind. Halleluja. Preis dem Herrn. Oh, Halleluja. Halt, das war Zephania 3,17 war das. Jetzt kommen wir zu Malachi 3,3.
Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergabe darbringen in Gerechtigkeit. Opfergaben, da ist jetzt nicht bloß Finanzen gemeint. Halleluja, dann wirst du Opfer machen, die deiner Seele schwerfallen. Manchmal habe ich auch ein Opfer, wenn ich am Sonntag herfahre, 160 Kilometer hin, 160 Kilometer zurück. Das ist schon manchmal ein Opfer. Aber wisst ihr warum? Am Anfang habe ich gesagt, oh Herr, muss denn das sein, so ungefähr? Aber irgendwann wächst du und dann freust du dich herzufahren. Weil die Voraussicht auf die Belohnung ist für mich viel größer wie der momentane Druck des Fahrens. Halleluja. Solange wir noch sagen, Herr, muss ich das aufgeben, haben wir noch gar nicht erkannt, wie stark er uns segnen will. Wenn Gott zu dir spricht und du kennst ihn wirklich, dann weißt du, danke, dass du zu mir sprichst, da gibt es Belohnung. Halleluja. Preis dem Herrn habe ich oft erfahren. Halleluja. Aber wenn du sagst, nein, das will ich behalten, dann kennst du gar nicht, sei Güte, sei Gnade, kennst du noch nicht. Halleluja. Preis dem Herrn. Das Feuer Gottes reinigt uns. Halleluja, gewaltig. Jetzt passt auf, ich spreche jetzt nicht, das, was ich jetzt vorlese, das dürft ihr jetzt nicht so persönlich nehmen. Aber da sind Teile drin, auch für uns, jeden von uns. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein wird. Ich will jetzt keinen als Pharisäer betiteln. Aber Jesus hat diesen Pharisäern ein klares geistliches Gesetz geben. Bevor unser Äußeres rein ist, müssen wir unser Inneres reinigen. Ja, du bist eine neue Schöpfung, dein Geist ist rein. Aber manchmal, Jesus hat gesagt, du verunreinigst dich durch das, was aus deinem Mund rauskommt. Wenn wir ständig Unglauben, Zweifel sprechen, ich kann nicht, ich mag nicht, ich habe nicht, dann ist das eine Verunreinigung. Auch heute noch, auch wenn du neu geschaffen bist. Halleluja. Also zuerst unser Inneres reinigen. Wie? Durch unsere Worte. Durch unsere Worte reinigen wir unsere Seele. Das Wasserbad des Wortes reinigt unsere Seele. Halleluja. Lukas 3,17. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in der Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Halleluja. Wir sind sein Weizen. Ein Weizen dient zur Nahrung eines Volkes, einer ganzen Nation. Wir sollen die Nahrung für diese Nation sein. Halleluja. Und die Spreu wird er rausbrennen. Wisst ihr, was die Spreu ist? Das sind unsere schlechten Haltungen. Die verbrennt er mit seinem herrlichen Feuer. Halleluja. Preis dem Herrn. Also du brauchst keine Angst haben, du wirst nicht verbrennt. Deine schlechten Haltungen werden durch sein Wort verbrannt. Und Halleluja. Das kostet schon einen Preis. Manchmal musst du einfach deinen Mund halten, obwohl du gern sprechen willst. Wenn dir wer blöd anredet, musst du manchmal vielleicht dann schweigen, statt blöd zurückreden. Das ist ein Preis davon. Halleluja. Das erlebt man in der Ehe auch ab und zu, gell, Frau? Halleluja, es kostet einen Preis. Schweigen. Ja. Halleluja. Hebräer 12, 26. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Haben wir schon wieder Erdbeben, Gottes Stimme erbeben, bumm. Doch jetzt kündigt er an, noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel. Dies noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird dann von Grund auf verändert. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Hier wird natürlich von der neuen Erde gesprochen. Von der neuen Erde, nachdem diese Erde vergeht. Aber in diesem Gleichnis siehst du noch was anderes. Unser Geist bleibt bestehen, aber er schüttelt unsere Seele, das den ganzen Schrott raushaut. Und das, was Ewigkeit, ewig Bestand hat, das ist unser neu geschaffener Geist. Der bleibt bestehen. Stell dir vor, du legst deine ganzen fleischlichen Haltungen ab und dein Geist kann pur das Kommando übernehmen. Was meinst du, wie du leuchtest? Wenn du in eine Steckdose gelangst, dann wird der Strom angehen.
Halleluja! Preis dem Herrn. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die in dir ist. Aber wenn du dann ständig klagst und musst und wenn dir dein Fußball tausendmal lieber ist wie die Herrlichkeit Gottes in dir, dann wird es da drin wie in einem Kerker eingesperrt sein und kann nicht nach außen fließen. Halleluja! Er schickt das Feuer, Halleluja! Denn Vers 29, denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Aber siehst du, das Feuer kannst du nur vertragen, wenn du genau weißt, er wird mir nichts tun, was mir irgendwie schädigt. Es wird nur den ganzen Schrott aus mir rausbrennen, den, wo ich sowieso nicht will. Und dann dieser Fluss der Gnade ist das, wenn du Dinge ablegen willst, die dich von einem Wandel mit Gott trennen. Zum Beispiel, du liebst Fußball und schaffst es nicht mehr, weil du so gebunden bist durch den Götzenfußball, dass du ihn von eigener Kraft ablegen kannst. Dann kommt dieser Fluss der Gnade und sagt, Herr, ich will es ablegen, aber ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Bitte gib mir Gnade. Dann gibt er dir seine Kraft, diesen Götzen abzulegen. Das ist der Fluss der Gnade in der Herrlichkeit. Halleluja! Er will ja gar nicht, dass wir alles aus eigener Kraft tun, weil dann bekommt nicht er die Ehre. Mein Leben ist ein Zeugnis dafür, in dem Bereich, ich war so daneben, bevor ich Christ war, das weiß der Herrin gar nicht, der hat das nicht erlebt. Aber es hat nichts gegeben, wie soll ich sagen, wo er auf mich stolz sein kann. Und darum weiß ich, egal, was Gott von mir verlangt, die Fähigkeit habe ich ja gar nicht dazu. Ja, aber ein Mensch, der wo früher nichts war oder nur Scheiß gemacht hat, der weiß genau, dass er es selber nicht kann. Halleluja. Und das ist schon mal der erste Weg, das ist die Liebe zur Wahrheit. Halleluja. Oh, Hebräer 12, Vers 16. Keiner von euch soll ein zügelloses Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hat. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht, ein ältester Sohn, das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Also, wenn dir dein Bauch, ja, meiner ist auch wichtig, wenn dir dein Fußball, wenn dir deine Firma, wenn dir deine Hobbys wichtiger sind wie deine Berufung, obwohl du ein Joker Gottes bist, in dieser letzten Zeit hier auf Erden bist, um ein gewaltiger Träger seiner Salbung zu sein, wenn dir deine Hobbys in diesem Bereich wichtiger sind, dann missachtest du deinen Schöpfer. Halleluja. So wie Esau, ein Linsengericht, hat er seine Berufung aufgegeben. Mann, oh Mann, dann siehst du noch gar nichts, dann weißt du noch gar nicht, warum du hier bist. Dann hast du es vielleicht gehört und verstandsgemäß übereingestimmt, aber du hast diesen Samen nicht in dein Herzen empfangen. Halleluja. Ich klopfe auf meinen Bauch, wenn ich Herzen sage, aber da drin ist der Spirit irgendwo. Das merkst du, wenn du in Zungen betest. Halleluja. Matthäus 3,11. Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe nachzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also, ich kenne ja jetzt einige Christen, ich weiß, viele sind mit dem Heiligen Geist getauft, aber nicht bei jedem erlebst du, dass die mit Feuer getauft sind. Ich weiß nicht, wenn du predigst, manchmal merke ich das direkt, dieses Wort, das da im Geist drin ist, das brennt manchmal wirklich wie Feuer. Halleluja! Preis dem Herrn! Markus 9,49. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer mit Salz. Hey, du bist der Schlachtopfer. Gott tut dich mit Salz einreiben. Halleluja! Und mit Feuer. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit soll es wieder gewürzt werden? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch haben und Frieden untereinander halten. Also schau, du sollst kühn sein, als Kind Gottes. Hey, du hast den Heiligen Geist in dir. Das Salz ist Kühnheit. Das Salz ist Mut. Das Salz ist das Feuer Gottes. Halleluja, glory Jesus. Halleluja. Preist dem Hirn.
Psalm 68, 10. Du ließest so viel Regen fallen her, dass das ausgedörrte Land wieder fruchtbar wäre. Halleluja, wenn wir unsere Knochen als Christen dürr geworden sind, trocken, dann kommt dieser Regen, diese Herrlichkeit, dass du wieder fruchtbar wirst. Halleluja, fruchtbar. Halleluja. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich will sie schmelzen und läutern wie Metall im Feuer. Was sollte ich sonst mit meinem Volk tun? Jedes ihrer Worte ist ein tödlicher Pfeil, sie lügen unentwegt. Jetzt kannst du sagen, ja, das war alter Bund, die Israeliten, die haben so viel Scheiß gebaut. Machst du keinen Fehler? Sprichst du nicht gegen Gottes Wort? Dann darfst du deine Stimme erheben. Wie oft sprechen wir, wenn der Herr sagt, jetzt machst du diesen Schritt und ich werde dich versorgen. Wie oft sagen wir dann her, ich kann nicht. Das müssen wir uns abgewöhnen. Wenn er spricht, dann dürfen wir nicht, dann müssen wir endlich lernen, nicht zu sagen, ich kann nicht. Weil dann sagt das Wort Gottes, wir lügen. Wenn die Krankheit eingreift und du erklärst dich als krank, dann lügst du, weil du nicht mit Gott übereinstimmst. Du magst Symptome von Krankheit haben, aber du bist der Gesunder, dem die Gesundheit geraubt wurde von Satan. Ja, Amen, so müssen wir das sehen. Wenn das Geld in einen Sack ausgeht, dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht. Halleluja. Entweder gibst du nicht, oder du gibst unwillig, oder du glaubst Gott nicht, dass er dich versorgt. Und dann sprichst du, ich kann es mir nicht leisten. Natürlich gibt es Bereiche, die du momentan dir nicht leisten kannst, weil dein Glaube wachsen muss und deine Finanzen wachsen müssen, ganz klar. Aber wir müssen einfach einen anderen Wortschatz in unser Leben hineinbringen. Das ich kann nicht, ich will nicht, ich tue nicht, das muss irgendwie weggehen. Und das geht nur durch das Sprechen von Gottes Wort und Nachsinn über Gottes Wort. Halleluja. Ihr wisst ja, was da für Potenzial drin ist. Das ist, da brennt's. Halleluja. Seid alle, seid ihr Salbungsträger. Ihr seid alle Träger der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir voll in dem Feuer Gottes nach draußen gehen, dann entzünden wir diese Stadt da draußen, diesen Stadtteil. Es beginnt mit der Nachbarschaft und dann geht's weiter. Ein Feuer breitet sich aus, wenn der Wind hineinpfeift. Und wenn der Wind vom Heiligen Geist in unser Feuer hineinpfeift, das Feuer, das jetzt in uns ist, wenn dort der Wind, der Heilige Geist hineinpfeift, dann breitet sich dieses Feuer aus. Halleluja! Jeremia 9,11, ich habe immer wieder vom Alten Testament Beispiele dabei. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich alttestamentlich Prediger bin, ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja! Ich liebe das Alte und das Neue Testament. Aber im Alten Testament ist viel passiert, das du auch heute noch erleben kannst. Wisst ihr warum? Weil die Geister, die damals gewirkt haben, wirken auch heute noch. Ein Geist ist ewig, der verliert nicht sein Leben. Du kannst nicht sagen, der Geist, der einen Hitler beeinflusst hat, der ist jetzt in die Hölle gegangen. Der ist immer noch, schwirrt der irgendwo rum. Oder vom Nero oder sonst wem. Aber Gott sei Dank, der Heilige Geist, seit der auf Erden ist, schwirrt der auch immer rum. Und sucht sie Leute, durch die er wirken kann. Aber wir müssen mehr vom Heiligen Geist hören und vom Wort Gottes, wie von den Terroristen, die ihre Anschläge da täglich planen. Weil sonst wären wir zentriert auf die Ängste, die in dieser Welt sind. Diese Ängste in dieser Welt werden immer stärker. Und wir brauchen ein Gegenmittel. Mir hat einmal Gott gezeigt, wenn irgendwo eine Bosheit vorherrscht, dann muss eine Gegenkraft kommen. Und das ist die Kraft Gottes. Halleluja. Halleluja. Ah ja, wer weiß ich genug, um zu verstehen, warum dies so kommen musste? Wem hat der Herr gezeigt, wieso das Land verödet und verdorrt ist wie eine Wüste, die keiner durchquert? Halleluja, wenn unser Leben als Christen, wenn wir voll Depressivität rumrennen, wenn wir ein Bewusstsein von Schwachheit haben, statt von Gerechtigkeit, dann rennen wir durchs Leben wie alte, niedergeknüppelte Versager. Und dann gehst du so durch dein Leben. Und dann sprichst du zu den Menschen, willst du Jesus kennenlernen? Dann bist du ein dürres, verdorrtes Land. Und du repräsentierst nicht den König aller Herrlichkeiten. Du repräsentierst einen geplagten, niedergeknüppelten Menschen. Halleluja. Und das ist das dürre Land. Keiner will dieses Land durchqueren. Keine Menschen kannst du für Christus gewinnen, wenn du so durchs Leben läufst. Halleluja. Darum muss das Feuer in deinen Knochen brennen. Halleluja. Hey, was ist da los?
Der Herr antwortet, ich habe es so weit kommen lassen, weil sie meine Weisung in den Wind geschlagen haben. Also Gott spricht immer wieder zu uns. Stopp, Ruhe da. Der Herr antwortet, ich habe es so weit kommen lassen, weil sie meine Weisung in den Wind geschlagen haben. Nicht danach lebten und nicht auf mich hörten. Also wenn immer wieder das gepredigt wird, was wir tun sollen. Und wir tun es nicht und tun es nicht. Dann kommt keine Veränderung in unser Leben. Dann haben wir den Geist Gottes in uns, seine neue Schöpfung voll gefüllt mit dem Lava des Feuer Gottes und nichts geschieht bei uns, trocken wie eine dürre Wüste und niemand hat Interesse an Christus, weil wir ihn nicht würdig repräsentieren. Und darum muss das Feuer kommen. Halleluja. Stattdessen taten sie, wozu ihr Eigensinn trieb. Ihr Eigensinn, haben wir es, nicht der Wille, nicht der Sinn Christi, sondern ihr fleischlicher Eigensinn. Und liefen den Götzen nach, wie sie es von ihren Vorfahren Herrn gelehrt hatten. Was deine Mutter getan hat, brauchst du nicht tun. Was dein Vater getan hat, wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, brauchst du nicht tun. Mein Vater hat meine Mutter geschlagen, deswegen schlage ich nicht meine Frau. Ich kann da nicht jeden Scheiß nachmachen. Ich muss das nachmachen, was mein Vater im Himmel mir zeigt. Und wenn sie mich blöd anredet, meine Frau, dann muss ich lernen, sie in den Arm zu nehmen und sagen, ich liebe dich. Dann ordne ich... Dann ordne ich meinen Willen unter dem Willen des Herrn. Habe ich auch schon erlebt, das haben wir auch schon gemacht. Aber das fällt mir nicht immer so leicht. Yes, es wird immer besser. Und vor allem, weil mir meine Frau immer sanft mit ihr anspricht. Jetzt kommt noch was. Begreift doch endlich, wie schlimm es um euch steht. Holt die Klageweiber. Ja, lasst die weisen Frauen kommen. Ja, Amen. Also wisst, na, ja. Die Klageweiber. Hey, warte mal. Die Klageweiber heißt jetzt nicht, dass die den ganzen Tag rumjammern. Oh, das geht nicht, ich kann das nicht. Das sind keine Klageweiber. Klageweiber sind da gewesen, um das Volk in die Buße mitzubringen. Also das heißt, du musst verstehen, dass du, wir sollen es erklären, dass du Veränderung notwendig hast. Mann, eine gottgewirkte Buße, die bewirkt Umkehr. Und es ist sogar eine göttliche Traurigkeit. Verstehst du? Und das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Weil wenn du selber noch nicht erkennen kannst, dass du in irgendeinem Bereich voll neben Gottes Dingen bist, dann brauchst du eine Umkehr. Und dann musst du endlich einmal checken, dass es falsch ist. Und das ist diese gottgegebene Traurigkeit, die bewirkt Umkehr. Halleluja. Sie sollen über die Klage anstimmen, bis wir in Tränen ausbrechen und nicht mehr aufhören zu weinen. Also diese Israeliten damals, sie wollten ihre Fehler, sie wollten diese Fehler ablegen, aber sie haben nicht gewusst, wie. Hört ihr Frauen, was der Herr zu euch sagt, achtet auf jedes Wort. Bringt euren Töchtern die Totenklage bei, lernt miteinander dieses Trauerlied. Also das musst du wirklich richtig verstehen, weil sonst ist das ein Problem. Die Freude Gottes ist ganz wichtig in unserem Leben. Aber manchmal müssen wir wirklich eine gottgegebene Trauer empfangen. Das heißt, dass wir lernen, von unseren falschen Wegen endlich zu verstehen, dass das falsch ist. Und wisst ihr, diese Starrsinnigkeit, da steht jetzt, durch die Fenster stieg der Tod herein in ihre Häuser, unsere Häuser und Paläste. Draußen auf den Straßen bringt er unsere Kinder um. Und auf dem Marktplatz schlachten ihr die jungen Männer ab. Und das sind genau diese Dinge. Zum Beispiel, wenn du jetzt Familienvater bist oder Mutter und manche fragen sich, warum sind so viele Katastrophen in meinem Leben? Dann frag doch Gott, ob du irgendwas falsch machst. Lebst du mit Gott? Wenn du mit Gott lebst, dann werden auch Anfechtungen in dein Leben kommen. Aber du hast dafür das Fundament, dass Gott dich und deine Kinder immer aus jeder Anfechtung rausbringt. Verstehst du? Aber wenn alles andere interessant ist und Gott interessiert dich nicht, du hast bloß ein Lippenbekenntnis gemacht oder eine Religion, dass du halt auch am Sonntag in die Gemeinde gehen kannst. Wenn Gott nicht im Zentrum deines Lebens steht, dann hast du nicht die Garantie, dass du aus jeder Not herausgerettet wirst. Halleluja. Also er will uns einfach, in dem will er uns zeigen, dass manchmal wirklich so ein,
eine Trauer auf einen kommt, weil man weiß, meine Haltung ist scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber ich kann es gar nicht anders erklären. Aber es ist ja schon mal ein guter Weg, wenn du merkst, du machst irgendwo einen Fehler, dass du überhaupt mal merkst, dass du einen Fehler machst. Manche lieben die Wahrheit überhaupt nicht. Die sagen, ich mache alles richtig, aber warum funktioniert da nichts in deinem Leben? Halleluja. Ich muss ehrlich mit mir selber sein. Der Herr sagt, ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit. Denn all diese Völker halten sich zwar an die Vorschrift der Beschneidung, aber ihr Herz gehört mir nicht. Und selbst in Israel ist es nicht anders. Also, du kannst alle religiösen Pflichten erfüllen. Du gehst am Sonntag in der Gemeinde, bist treu, du gibst deinen Zehnten treu, ab und zu schmeißt du extra Opfer in den Klingelbeutel rein. Aber das machst du nur aus einer religiösen Verpflichtung. Aber dein Herz ist nicht beim Herrn. Halleluja. Du bist nicht in den Raum deines Vaters, mit dem du sprichst, von dem du hörst, in diesem Geistraum. Du bist immer in dem Bereich, wo du selbst dein König bist, wo du selbst alles tust, was dir gefällt. Aber da in diesem Bereich musst du drin sein. Und wenn er dann zu dir spricht, du hörst dann, es ist nicht immer eine hörbare Stimme. Meistens sind es klare Eindrücke in deinem Geist, in deinem Innern. Und dann tust du das. Halleluja. Preist dem Herrn. Das Hohelied 8,6. Lass mich deinem Herzen nahe sein, wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich möchte einzigartig für dich bleiben. Halleluja. So wie der Siegelreif um deinen Arm. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe. Und ihre Leidenschaft so untrennbar wie das Totenreich, unentrinnbar wie das Totenreich. Wenn wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Halleluja. Sie ist eine Flamme Gottes. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte gibt einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen. So würde man ihn nur verspotten. Das ist Gott. Hier wird von Gott gesprochen. Seine Liebe ist nicht so, ach, ich liebe dich. Das ist ein Feuer, das dich verzehrt. Und je mehr du in diese Liebe dich verändern lässt, desto stärker wird sie in dir. Halleluja. Preis dem Herrn. Und irgendwann bist du dann wie Paulus, wo du sagst, ich bin ein Liebessklave Christi. Halleluja. Preis dem Herrn. Wow, Halleluja. Mann, da kommt man für die Ehe lernen, du. Von dem hohen Lied 86. Du Mann, oh Mann, du, hey, das ist ganz schön. Puh. Halleluja. Oh, jetzt kommt was gigantisch. Halleluja. Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Let's get ready. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Herrschaft sitzt. Ein König sitzt am Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht. Halleluja. Mit 2 in ihren Leib. Und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu. Die Engel riefen einander zu. Heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und da habe ich jetzt ein Zeugnis dazu. Ich habe öfter schon übernatürliche Erlebnis erlebt in dem Bereich des Geistes. Richtig, an diesem Tag war ich im Geist. Das sind Zeitpunkte, in denen Gott die in den Bereich des Geistes hineinversetzt. Und ich bin einmal auf einem Seminar gewesen und dann fahre ich von diesem Seminar nach Haus. Und wenn du auf einem Seminar bist, wo Glauben predigt wird, da ist die Salbung stark. Und fahre nach Haus und ich habe früher sehr viel, wenn ich im Auto gefahren bin, ständig eigentlich in Zungen gebetet. Und bete in Zungen. Und unter mein Zungengebet spreche ich ständig, heilig, heilig ist der Herr, heilig ist der Herr. Ich glaube, ich weiß nicht, 3-4 Minuten, gestern ist es mir auch passiert.
Das kommt dann im Zungengebet, kommen diese deutschen Worte in deiner Sprache. Und ständig, heilig ist der Herr, heilig ist der Herr. Und dann fahren Dinge, das hat mich schon fast aufgeregt, weil es nicht mehr aufgehört hat. Heilig ist der Herr, heilig ist der Herr. Und auf einmal, wenn ich übernatürliche Sachen erlebe, das ist bei mir wie eine Blase im Bauch. Die steigt dann auf, wie so ein Bubble. Steigt auf, steigt auf, steigt auf. Und wenn ihr dann zerplatzt, dann kommt was Übernatürliches. Und ich sprich dann heilig, heilig, heilig ist der Herr die ganze Zeit. 2-3 Minuten. Und dann war das, ich bin mit meinem Auto gefahren. Und dann bin ich wie in so eine Blase reingefahren, eine riesige Blase. Und in dieser Blase war ein Engel. Und dieser Engel hat ständig gerufen, heilig, heilig ist der Herr. Und ich habe zusammen mit diesem Engel unterm Autofahren gerufen, heilig, heilig ist der Herr. Dann fahre ich wieder aus der Blase raus. Das ist alles passiert. Ich war mit meinen Sinnen da, bin Auto gefahren, mein Körper war da, mein Sinn war voll auf die Straße konzentriert. Und trotzdem bin ich voll in den Bereich des Geistes rein. Das ist eine andere Dimension. Du nimmst diese natürliche Welt wahr, aber du nimmst auch die geistliche Welt wahr. Und bin in dieser Blase und mit dem Engel sage ich ständig, heilig, heilig ist der Herr. Dann bin ich aus der Blase wieder rausgefahren. Und dann war das heilig, heilig ist auch vorbei. Dann habe ich einfach wieder in Zungen gebetet. Habe mir nur gedacht, Mann, was war jetzt los? Du bist schockiert, weil das kannst du ja gar nicht erklären vom Verstand. Und fahre weiter und auf einmal fängt das wieder an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und das ist mir 3-mal passiert. 3-mal bin ich in diese Riesenblase reingefahren, wo der Engel war. Und jedes Mal habe ich mit diesem Engel geschrien, heilig, heilig ist der Herr. Und dann sage ich, Herr, warum passiert mir das? Was hat das für Bedeutung? Mein Gott macht es das nicht, dass er irgendwie, dass du da irgendein crazy Sing erlebst. Das hat immer einen Zweck. Und dann habe ich den Eindruck gehabt in meinem Geist, ich soll ein Radio einschalten und Nachrichten anhören. Dann schalte ich ein Radio an, höre mir Nachrichten an und dann hat der Wetterbericht gesagt, genau an dieser Autobahnabschnitt war Glatteis. Jetzt bin ich 3-mal in die Blase reingefahren und war 3-mal Glatteis. Und in dieser Blase hat er mich praktisch geschützt, dass ich nicht einen Unfall baue. Das ist schon crazy, aber es hat funktioniert. Ich habe öfter so interessante Sachen erlebt. Aber immer durchs Wort Gottes bestätigt. Das war nie irgendwie sinnlos. Das hat immer eine Bedeutung gehabt. Halleluja. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erheben. Und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren. Das kann man mir vorstellen. Ich habe diese Herrlichkeit schon oftmals so erlebt, dass du wirklich, dass du vorkommst wie der Letzte. Weil dann, wenn diese Reinheit Gottes über dich kommt, dann kommst du vor wie der größte Sünder, obwohl du eine neue Schöpfung bist. Das ganze Heiligtum war verloren. Denn ich bin ein Sünder, gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antworte, ich bin bereit, sende mich. Also Leute, habt ihr gemerkt, der Beginn, als Gott diese Herrlichkeit ihm zeigte, er kam sich vor wie der größte Sünder dieser Erde. Er war voller Scham in dieser Reinheit Gottes. Aber dann kam der Engel und nahm diese Kohle. Diese Kohle ist sinnbildlich für das Feuer Gottes. Er nahm diese Kohle, tat sie auf seinen Mund. Gott gibt uns sein Wort. Am Anfang, wenn wir eintauchen in die Herrlichkeit, das war die Prophetie, die ich gekriegt habe. Du willst, dass dieser Mantel von dir genommen, weil du überführt wirst von seiner Reinheit. Wirst du überführt, aber dann kommt dieses Feuer. Das ist diese Kohle. Der legt es uns auf den Mund. Und dann siehst du, dir sind deine Sünden vergeben. Deine Schuld ist weggenommen. Dieses Feuer Gottes reinigt uns von jeder Schuld, wo wir in unserem seelischen Bereich Fehler gemacht haben, wo wir Unvergebenheiten tragen haben. Das Feuer Gottes reinigt uns davon. Und was als nächstes kommt, ich antworte, ich bin bereit, sende mich. Zuerst war dieser Mann total minderwertig in der Gegenwart Gottes. Und dann war er kühn, Herr, ich bin bereit, sende mich. Das Feuer Gottes macht dich bereit, zu senden, auszusenden. Halleluja. Ohne diesen Feuer brauchst du
Nichts, kannst du gar nichts Gewaltiges tun. Das Feuer Gottes macht dich zu einem kühnen Mann oder Frau Gottes, egal wo du hingestellt bist. Ob du predigst oder in einer Firma, egal welche Berufung du hast, das Feuer Gottes lässt dich gehen. Halleluja. Und reinigt dich von Schuld. Halleluja. Wir müssen Beobacht geben, es gibt so viel Lehre über Gnade. Manche behaupten sogar, du kannst gar nicht mehr sündigen. Du kannst sündigen. Du hast den Mund, du hast die Seele und mit dem Zeug kannst du sündigen. Du kannst 365 Tage im Jahr kannst du sündigen, wenn du immer gegen Gottes Wort sprichst. Aber deswegen ist dein Geist trotzdem gerecht. Halleluja. Glory. Okay, ich muss aufhören. Halleluja. Glory Jesus. Schon wieder Pause, 15 Minuten. Ja, bis 4.